Allgemein beschäftige ich mich viel mit Bewusstsein oder bin auf der Suche nach Darstellungsmöglichkeiten für kollektives Bewusstsein. Und auch Bewusstsein, dass ich es selber nicht ganz verstehe und mache deswegen auch Sachen, die ich selber nicht ganz durchblicke. Und darum geht es mir auch und das finde ich spannend oder das vermisse ich auch oft im Alltag, Dinge, die man nicht durchschaut. Wir haben hier in der Auswahl Pablo Walser gefunden. Und Pablo Walser hat sein Universum uns in den Kunstraum gebracht. Das heißt, wir haben hier ein Gesamtkunstwerk von etwa 400-teiliges Stück erhalten. Ich arbeite viel mit Fundstücken. Auch Fundstücke, die der Kapitalismus ausspuckt. Also ich interessiere mich sehr für Schrott, insbesondere Spielzeugschrott. Chinesische Spielzeuge, von denen ich denke, dass sie als Spielzeuge gar nicht mehr funktionieren, aber irgendwo als Kunst auch erschreckend die dunklen Seiten des Kapitalismus darstellen. Also auf mich wirken diese Figuren sehr verstörend. Und ich bin fasziniert und auch erschrocken einfach, dass das produziert wird. Die Ballerina habe ich als New Modern Jesus bezeichnet. Also ich glaube nicht an den Kapitalismus und halte für Kapitalisten tatsächlich für gläubige Menschen, die daran, an eine Idee glauben, die ich zum Beispiel nicht besonders schlüssig finde. Flash.